Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu unserer Kochsendung Ihr Lieblingsgericht. Und heute koche ich mit der Andrea Silbitzer. Stimmt's? Ja. Genau. Andrea hat die Sendung gesehen und hat gesagt, da schreibe ich jetzt gleich einmal hin und zack, und schon steht's da. Genau. Andrea, wir schauen uns jetzt einmal ein bisschen bei dir daheim an und dann würde ich sagen, legen wir los. Grüß Gott, kommt's herein. Mein Name ist Silbitzer Andrea und im Moment habe ich Besuch von meiner Mutter und meinem Bruder aus Kärnten. Ich bin vom Beruf strategischer und operative Einkaufsmanagerin. Ich habe angewandte Wirtschafts- und Sozialwissenschaften studiert und in späterer Folge habe ich dann noch Fachkauffrau für Einkauf und Logistik berufsbegleitend studiert. Meine Hobbys sind vor allem, ich begebe oder bin sehr viel in der Natur, Wandern, Skifahren, Qigong. Ich reise gerne, vor allem Europa und die Welt. Und Kochen und Backen mache ich auch sehr gerne. Ich koche und backe sehr gerne, vor allem Brot. Und ich freue mich, das nun auch mit Alfons Schubeck zu tun. Andrea, das ist ein, also Nationalgericht, kann man schon fast sagen, Kärntner Käsnudeln. Genau. Okay? Also ich kenne ja die gerandelten Nudeln, das kennt man, das hört so aus wie so ein Zopf, wer das jetzt nicht genau weiß, so ein bisschen dickere Naht. Nicht so einfach, ich habe es einmal probiert, das erste Mal ist es gar nicht gegangen, aber wenn man es dann ein bisschen übt, dann geht es natürlich. Wie bist du denn auf das gekommen? Das ist mein Lieblingsgericht. Also wir haben das als Kinder schon bei der Oma gegessen und ja, deswegen möchte ich das auch hier kochen. Das gefällt mir sehr, weil das sind so Dinge, die so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Das ist nicht das Filet Medium oder der Lammrücken rosa gebraten, sondern das ist Handwerk. Da muss man schon ein bisschen kochen können, da muss man Leidenschaft haben. Und mich freut es, dass du das heute machst. Aber, Andrea, wie bist denn du eigentlich zum Kochen gekommen? Also, während meiner Studienzeit habe ich dann angefangen, selber zu kochen, wenn man zu Hause auszieht. Und seitdem habe ich eben meine Kochperfektion oder Kochleidenschaft immer mehr perfektioniert und habe dann immer mehr Kochen gekocht und immer mehr Gerichte gekocht und mittlerweile ist das eine große Leidenschaft von mir. Bist jetzt du eher auf der vegetarischen Seite oder magst du gern Fisch, magst du gern Fleisch oder ist dir das jetzt wurscht? Also ich muss sagen, ich bin eher mehr so der vegetarische Typ, wobei ich schon einmal die Woche Fleisch esse. Aber wenn ich in Österreich bin, in meiner Heimat in Kärnten, dann esse ich sehr viel und sehr gerne Fleisch, weil das hier einfach lecker schmeckt. Aber grundsätzlich esse ich einmal die Woche Fisch und einmal die Woche Fleisch und sonst eher sehr gesund und sehr vegetarisch und auch sehr mit Vollkornprodukten. Ich habe ja gelesen, oder man muss sich ein bisschen vorbereiten, sonst weiß mir gar nichts über Ohren, gell, so geht es ja auch nicht. Ich habe gelesen, dass du dich für einen sozialen Zweck engagierst, was Kochen angeht. Vielleicht kannst du uns den Zuschauern einmal sagen, was du da machst. Genau, ich koche einmal bis zweimal die Woche in einer Schule Mittagessen für Kinder. Und zwar kochen hier auch Kinder mit, aber der Hintergrund ist, gesundes Essen den Kindern beizubringen. Das heißt, wir versuchen die gesunde Küche wie Vollkornprodukte, Obst, Gemüse, Salat auf einfache Weise und in schneller Weise den Kindern beizubringen. Und die helfen mir dabei und dann haben wir innerhalb von 30 Minuten ein leckeres Gericht und das wird dann bei 15 Kindern ungefähr gegessen. Einmal die Woche bis zweimal die Woche mache ich das ehrenamtlich in einer Schule in München. Aber das ist doch super, das finde ich klasse. Denn leider, das muss man auch mal sagen, Kochen wird ja überall gestrichen, weil es ja nicht wichtig ist, ne? Aber später ist er dann einmal wichtig. Und ich finde gerade das Handwerk, den Genuss, ganz früh zu erlernen, wie schaut denn eine Tomate aus, wie schaut eine Erdbeere aus, was ist denn das, was sind denn die Jahreszeiten, warum gibt es denn das bei uns? Wir haben ja das Glück, dass wir in Bayern diese Jahreszeiten haben, wenn der Schnee weggeht, kommt der Bärlauch zum Entgiften, Entschlacken des Körpers, alle positiven Eigenschaften des Knoblauchs, sogar medizinisch noch ein bisschen hochwertiger. Dann haben wir den Spargel, da wo wir entwässern können, dann haben wir das Gemüse, die Schwammerl, dann das ganze Obst, also welches Land hat denn das so wie wir und das Kinder näher zu bringen, das finde ich klasse. Wie ist denn da die Resonanz, Andrea? Also ich muss sagen, wir haben getestet zwischen gekauften Produkten und Vollkornprodukten und selbstgemachten Produkten und mittlerweile ist die Resonanz so, dass die Kinder lieber selbstgemachte Pommes essen wie die
wie die gekauften, mittlerweile lieber Vollkornnudeln essen wie die weiße Nudel. Und der Salat geht jedes Mal, haben wir zu wenig Salat. Es ist echt ein positiver Erfolg und das macht uns glücklich, weil die Kinder wirklich das gerne essen. Und jetzt eine Frage, in welchem Alter sind denn die Kinder? Das sind Kinder von Volksschule und teilweise Hauptschule. Oder ungefähr vom Alter her? Von 6 bis 12, 6 bis 14. Und die schnippeln da mit, die machen da alles mit? Es sind immer zwei Kinder, die ausgewählt werden und die dann mit mir mitschnippeln und mitkochen. Es wird immer, einer wäscht Salat, der andere schnippelt, der andere hilft mir bei der Bolognese, egal. Es wird dann aufgeteilt und jeder macht dann das, was er gerne macht. Sind die interessiert dabei, die Kinder? Sehr interessiert. Die fragen nach, die freuen sich und es, ja. Also, die haben einfach Spaß dabei. Ich finde es hervorragend, wenn es Leute wie dich gibt, die sich da sozial engagieren und ganz früh anfangen, den Kindern nicht nur Geschmack beizubringen, sondern auch die Leidenschaft für das, dass man eigentlich letztendlich im Leben auch gesünder lebt. So, und jetzt schlagen wir die Brücke zu unseren Kärntner Käsnudeln. Und da brauchen wir was dazu? Wir brauchen die Fülle und den Teig. So, und die Fülle besteht aus was? Also im Vorfeld habe ich schon die Kartoffel gekocht und dann warm durch eine Kartoffelpresse gepresst. Super. Jetzt habe ich den Bröseltopf. Das ist wichtig, dass man sie warm presst, damit das die Flüssigkeit ein bisschen ausdampft. Nicht, dass den alten, nassen, kalten Kartoffel nehmen und es bringt ihnen dann noch nichts. Also Kartoffel kochen, lauwarm, sage ich mal, noch ausdrücken, dass er ausdampfen kann. Und jetzt hast du hier einen speziellen Topf. Genau, hier habe ich einen Bröseltopfen. Der ist deswegen so speziell, der heißt auch gepresst, weil hier das Wasser entzogen wird und bei der Herstellung zentrifugiert. Ich kaufe ihn in Österreich, aber man kann ihn auch in ein Tuch geben und über Nacht hängen lassen, dann wird er auch sehr trocken. Ja, das und dann mit der Kombibombe durchfahren und dann bröselt er auch ein bisschen. Genau. So macht man übrigens die besten Topfenknödel mit einem ganz trockenen Topfen, da sind die innen wunderschön flaumig. So, jetzt haben wir die gekochten Kartoffeln durchgedrückt. Wir haben hier den Bröseltopfen. Jetzt kommt was rein zum Abschmecken? Dann kommen Zwiebeln hinzu, die klein geschnitten werden. Kommen die roh da rein oder werden die emblanchiert? Roh. Okay. Dann kommen Kräuter wie Schnittlauch, Petersil, Kerbel. Und ganz wichtig ist die Minze. Die schneide ich jetzt gleich einmal. Die Minze ist die wichtigste Zutat, weil die macht den Geschmack der Nudel aus. Diese Zutaten variieren je nach Tälern unterschiedlich, aber die Minze muss immer dabei sein. Also nochmal, je nach Tälern unterschiedlich ist eigentlich wichtig, weil das Kärnten ist ja ein wunderschönes Land, eine wunderschöne Gegend, auch eine wunderschöne Sprache, finde ich, fast so schön wie Bayerisch, Oberbayerisch, Entschuldigung. Ja, nein, es ist wirklich toll, toll, tolles, guter Dialekt. Und diese Täler, weil wenn du sagst, na, je nach Tal unterschiedlich, das heißt, dass von den Kräutern her das Albe ein bisschen anders variiert wird. Die Minze ist aber das Hauptbestandteil und muss immer dabei sein. Okay. Also man gibt jetzt hier die Kartoffel hinein. So. Dann gibt man die Zwiebel hinzu. Dann ein bisschen Kerbel. Darf ich die Minze schon reingeben? Mhm. Also wir machen gleich ein bisschen mehr, weil wenn es der Crew auch schmeckt oder der eine oder andere vorbeigeht, dann kriegt er gleich mal gescheite Kärntner Nudeln. Dann tut man ein bisschen Pfeffern. Ja. Ist umgefallen. Ein bisschen Salz. Und dann brauchen wir noch Petersil und Schnittlauch. Das mache ich ein bisschen. Und dann ich mache es immer verrührt. So, dass ich auch die Stiele mitverwende, denn im Stiel ist die meiste Energie, nicht nur im Blatt. Die Asiaten nehmen in erster Linie die Stiele und dann die Blätter. Der Deutsche kauft die Stiele mit, schmeißt die Stiele weg und nimmt die Blattl her. Also das nächste Mal, die lassen wir die Stiele schön verwenden und ein bisschen klein schneiden, so wie Schnittlauch, dann geht das wunderbar. Gell? So, und jetzt müssen wir den Zuschauern noch sagen, das können wir ja dann weitermachen, jetzt müssen wir den Zuschauern sagen, der Teig. Wie machst du den Teig? 1 Kilo Mehl. Also man kann weißes Mehl, Weizenmehl oder Dinkelmehl nehmen. Ich habe in dem Fall Weizenmehl genommen, glattes Mehl, das ist wichtig. Dann 1 Löffel Öl und 300 Milliliter lauwarmes Wasser. Alles in eine Schüssel gegeben und mit geknetet, dass er glatt wird. Und dann muss er mindestens 1 Stunde rasten.
So, und das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt machen wir es so. Jetzt lassen wir die Zuschauer auch ein bisschen rasten. Jetzt machen wir eine kleine Pause. Und wir rollen jetzt den Teig in der Zwischenzeit aus für die Kärntner Nudeln und machen nachher auch die Fülle mit fertig. Gell? Also, wir sehen uns gleich. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Jetzt gebe ich dir die Petersilie, die geschnittene, da rein, Andrea. Schneid dann ein bisschen einen Schnittlauch. Und da muss man sagen, das müssen sie mit der Hand verrühren, gell? Oder? Ja. Sonst wird das nichts. So, und mit Kräuter dürfen, brauchen sie überhaupt nicht sparen, da können sie ruhig großzügig sein. Stimmt's? Mhm. Wichtig ist viel Minze. Hast du schon gesagt, ja. Und Salz und Pfeffer. Hast du das schon drin? Ja. Moment da. Jetzt komme ich da noch mal. Jetzt kriegt schon eine andere Farbe. Vorsicht bitte. Dass ich die schneide. Gut ist, die haben wir nochmal da rein. Und jetzt würde ich sagen, das Wasser habe ich schon am Herd. Für nachher zum Kochen. Da haben wir vielleicht ein bisschen Salz noch rein. Aber als erstes machen wir jetzt einmal die Fülle fertig. Die Andrea hat schon wunderbar den Teig ausgerollt. Das muss ich dir sagen. Der ist auf Anhieb gegangen. Warum? Weil er schön elastisch ist. Das macht natürlich auch der Löffel Öl aus. Der macht den Teig elastischer. Dann die richtige Temperatur. Lässt du den warm oder kalt ruhen? Kalt. Den Teig? Mhm. Du hast den in den Kühlschrank nicht an? Den tue ich in den Kühlschrank rein, ja. Mhm. Und ja. Dann tue ich, bevor ich ausbeuge, ungefähr 5 Minuten vorher nochmal bei Zimmertemperatur sich akklimatisieren. Mhm. Mhm. Da bin ich mehr Topfen. Eine. Hä? Da bin ich mehr Topfen. Topfen? Nein, passt doch wunderbar. Passt so. Okay. Komm. Wir haben ja sowieso ein Rezept. Da konnte dann jeder nachschauen, wie das wirklich geht. Aber das ist ein schöner, geschmackiger, eine schöne geschmackige Füllung. Na ja. So, und jetzt Andrea Hände waschen. Schau dir mal das an hier, muss ich dir sagen. Klasse. Hier, da muss ich jetzt schauen, dass er nicht reißt. Ja. Da müssen wir noch mal vielleicht ein bisschen Mehl drunter tun. Noch mal ein bisschen hochheben, den Burschen da. Da unten noch mal ein bisschen reingehen. Siehst du das? Ein bisschen streichelt ihn ein bisschen. Vielleicht kommt er, dass er sich ein bisschen festgesaugt. Da kann es ja sein, dass er da reißt jetzt. Dann würde ich das umschiffen und gehe da hin, da wo er schön ausgeruht ist. Gell? Schau her, passt noch überall. Ich meine, das ist Handarbeit. Gell? Wenn ich es mit der Maschine kaufe, ist natürlich schade, das schaut alles gleich aus. Dann sticht man das ungefähr mit einer 10 cm großen Form aus. Kann man auch ein Glas nehmen. Da haben wir einen extra Zwicker. Mhm. So, dann macht man aus diesen, also ich mache immer mit dem Eisportionierer ungefähr eine Größe, weil das passt gut mit den 10 cm. Nimmt man die in die Hand und macht so kleine Kügelchen. Die ein kleiner Knädel, oder? Ja, die kann man vorn machen, also 4 Stück brauchen wir jetzt. Jawohl, wunderbar. Aber man merkt, die Minze tut der Fülle zum Beispiel sehr gut, das macht sie frisch. Auch der Topfen wird ein bisschen geschmackiger, lebendiger. Und die Kartoffel ist froh, wenn sie ein bisschen was mitkriegt. Man könnte natürlich auch ein bisschen Muskatnuss reingeben, wenn sie das wollen. Von Tal zu Tal in Kärnten. Ein bisschen verschieden. Du magst das sehr, sehr gut, Andrea. Dann das wollte ich dir nur sagen. Da drauf so. Und schlägt die um. Wichtig dabei ist, dass Rand auf Rand zusammenkommt. So. Und jetzt, die dann fest zusammengepresst werden. Und jetzt sind wir fast beim Randeln, ja? Genau. Jetzt sind wir fast, wir randeln sind nicht, wir singen nur. Doch, wir können schon randeln. Aber kannst du randeln? Ja, ich probiere es. Aber man muss sagen, in Unterkärnten, wo ich herkomme, wird nicht gerandelt, aber in Oberkärnten schon. Und man sagt, Frauen, die nicht randeln können, oder Dirndeln, die nicht randeln können, sind nicht heiratsfähig. Also gleich randeln anfangen. Ich mache die fertig. Nicht granteln, randeln. Randeln heißt das. Ja, randeln heißt ein bisschen aufdrehen. Krendeln heißt das eigentlich. Wie heißt es? Krendeln. Krendeln, oh, na ja gut. So, das Wasser machen wir jetzt ein bisschen warm.
Das kocht jetzt gleich. So. Das ist heute ein bisschen eine Patzerei, ein bisschen eine Sauerei, aber man merkt, da wird hier live gearbeitet. Das sind leider jetzt nicht zu, aber macht nichts. Darf ich die Butter schon einmal auf den Topf hinstellen? Weil wir brauchen ja. Geht so. Man nimmt unten den Daumen und fährt und presst dick immer oben an und tut mit dem Zeigefinger fest unten drücken. Dann entsteht ein zackenförmiger, abgezackter Teig. Das ist doch super. Das ist doch klasse. Jetzt haben wir grandelte Kärntner Nudeln auch noch. Bitte schön. Dankeschön. Und die anderen sind so geblieben und die kann man dann noch wegschneiden. So. Die lassen wir so. Jetzt müssen wir, da müssen sie halt ein bisschen kontrollieren. Genau, und fest immer darauf achten, dass sie fest zusammengedrückt werden. Damit das Wasser nicht in die Fülle reinkommt, dann ist das so eine wasserige Sache. Und die Käsnudel aufgehen. So. Genau, ansonsten würde ich sagen, ein wunderschönes, geschmackiges Gericht, das man auch am Freitag essen darf. Genau, oder? Das ist eigentlich entstanden, weil die Bauern früher vegetarisch am Freitag hatten und diese Zutaten hatten sie alle beisammen und somit sind eigentlich die Käsnudel entstanden. Und heutzutage ist es die Leibspeise von vielen Österreichern. Deutschen Urlaubern. Das stimmt auch. Und ich finde es gut, dass diese Gerichte wieder an Bedeutung gewinnen und nicht nur immer das ganze andere, das man eh schon kennt von Nord bis Süd. Ich drücke jetzt noch mal ein bisschen drauf. Aber das hast du wunderbar gemacht. Also das muss man ein bisschen üben. Hier auch noch mal. Und wenn eine Luftblase drin ist, drücken wir es raus. Und jetzt habe ich praktisch, schau her, und weißt du, das Schöne ist, es ist nicht alles gleich. Es kann ruhig ein bisschen anders ausschauen. Wie oft machst du die im Jahr? Oh, höchstens einmal, zweimal. So ist, wie oft essen Sie ein Schweinsbraten im Jahr? Einmal, zweimal. Aber wenn wir im Fernsehen einen Schweinebraten machen, haben wir immer die höchste Einschaltquote. Wie macht der Schubeck den Schweinsbraten? Nicht mit Weihwasser, ganz normal. Gell? Gescheites Fleisch, ein bisschen Ruhe, Leidenschaft reinlegen, richtig würzen und dann einen gescheiten Knödel dazu oder ein bisschen Kraut. Oder einen Kartoffelsalat, es gibt nichts Besseres. Ja, das Wasser kocht, ich stehe wieder runter, oder? Das soll so sieden wahrscheinlich, das soll sieden, dass es uns nicht aufreißt. Sieden, leicht sieden. Hier habe ich jetzt Folgendes gemacht, die Butter habe ich jetzt hingestellt, damit es ein bisschen braun, kannst du es machen, indem, also braune Butter hat mit Ghee nichts zu tun, braune Butter heißt, ich erwärme jetzt die Butter, dann das Wasser bleibt da drinnen, das geht nur bei Ghee raus und wir machen es dann so, dass die Molke beginnt leicht zu bräunen, dann können wir es abpassieren und dann halten wir braune Butter. Und die müssen jetzt wie lange? 10 bis 12 Minuten. Also, 10 bis 12 Minuten lassen wir unsere Taschen drin. Und in der Zwischenzeit machen wir uns die braune Butter fertig. Wir sehen uns gleich wieder. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wird präsentiert von Möbel Höffner. So, Andrea, deine Kärntner Nudeln sind fertig, würde ich sagen. Schwimmen oben schön, ziehen wir sie ein bisschen weg. Dann können sie sich ein bisschen ausrasten. Jetzt machen wir uns den Salat fertig. Und zwar, du machst ihn an. Mit Öl und Essig. Öl und Balsamico Essig. Hier haben wir jetzt die sogenannte braune Butter. Das geben wir jetzt da drauf durch ein Tuch, wisch und weg. Hier. Und lass das langsam durchlaufen. Nicht in einen Kaffeefilter, weil sonst können Sie in Urlaub fahren, ist noch nichts durchgelaufen. Da bleiben dann die Bresel drin, das tun wir weg. Und jetzt sieht man ja, dieses Goldgelbe nicht zu fest machen, denn wenn es zu schwarz wird, dann ist es bitter. Und so läuft es jetzt das ganz schön durch. Durch unser Sieberl, wir brauchen ja nicht so viel. Lassen wir unsere Nudeln da, schau her, läuft es da durch. Wunderbar. Salat sehr ist schön. Fertig. Den Salat stelle ich schon mal hinüber. Jetzt schauen wir mal da her. Einmal hier, einmal da. Jetzt tun wir unsere Nudeln raus. Mit Liebe. Magst du? So, oder? Butter ist auch gleich durchgelaufen. Die haben wir dann da drauf. So, da habe ich dann einen kleinen Schöpfer, da ist unsere braune Butter drin, rutschen wir ein bisschen Fiere. Sehr gut, darf ich da was drüber tun? Bitte. Tust du noch ein bisschen Pfeffer oder Salz drüber? Oder? Nein, eigentlich gar nichts. Nichts, machen wir es so.
Wunderbar. Die haben wir drüber. Wenn Sie wollen, können Sie es ein bisschen nachpfeffern, ein bisschen nachsalzen. Ansonsten bleiben die so, wie sie sind. Jetzt gehen wir dann rüber. So, wunderbar. Bitte sehr. Erst einmal sagen, Andrea, hast du großartig gemacht. Dankeschön für die Einladung. Auch schön erklärt, wunderbar, wirklich wo. Prost. Andrea, jetzt kriegst du von mir ein Buch, wo ein bisschen was über Kräuter und Gewürze steht. Schreiben wir mal hier. Für Andrea, schöner Name. Hast du ganz toll gemacht, muss ich dir wirklich sagen. Sauber erklärt, gut vorbereitet, jeden Schritt. Das hat mir gut gefallen, vorher schon aufgeschrieben, akribisch. Das ist für dich. Dankeschön. Und jetzt darf ich sagen, jetzt probieren wir es, oder? Guten Appetit. Das wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Der Teig sieht man, da sieht man schön durch. Also das ist schön, der ist auch nicht so dick, sondern... Mensch, schmeckt. Schmeckt's ja nicht? Wohl. Natürlich ist gut. Und den Salat dazu schon her. Da ist ja immer wichtig, dass man diesen Kopfsalat ganz zum Schluss anmacht, dass er nicht zusammenfällt. Und so ein knackiger grüner Salat mit so Kärntner Nudeln. Ha? Andrea, das Rezept brauchen wir. Gerne. Das ist perfekt. Das schmeckt super. Schicke ich gerne zu. Ja? Also nochmal. Prost. Danke. Liebe Zuschauer, wenn Sie das interessiert, Rezept anfordern, dann können Sie die Kärntner Nudeln noch machen. Und das Granteln, das müssen Sie halt ein bisschen üben. Ich muss es auch üben. Ihr Lieblingsgericht mit Alfons Schubeck wurde präsentiert von Möbel Höffner.